Woohoo! X-Force! Walk away! Just walk away! But we're X-Force! Nope, we're not! X-Force is just a marketing tool designed by Fox executives to keep Josh Brolin employed. It doesn't exist. Deadpool und Deadpool 2 waren 2016 und 2018 ein Mega-Erfolg. Doch mittlerweile ist es 2020 und eine Fortsetzung lässt immer noch auf sich warten. Zwar hat Hauptdarsteller Ryan Reynolds schon im Dezember 2019 verkündet, dass Marvel sein Go für Deadpool 3 gegeben hätte, doch seitdem ist es still um das Projekt geworden. Wurde nach der Übernahme von 20th Century Fox der vorlaute Superheld heimlich in Rente geschickt? You need fresh start. We should just cue the music. In diesem Video klären wir, ob diese Befürchtungen berechtigt sind, ob es einen neuen Deadpool-Film geben wird und was Marvel mit Deadpool vorhat. Fuck it, they probably won't even make a 3. Yeah, why would they? Stop it too. They killed it. Die Diskussion um Deadpool bekam vor kurzem wieder neues Futter. Denn Rob Liefeld, der Erfinder der Comicfigur, glaubt, dass es erstmal keinen Deadpool 3-Film geben wird. Kürzlich sollte er in einem Interview mit Inverse die Chancen für einen Deadpool X-Force-Film einschätzen. Und you know what they're playing with Deadpool right now? You know what they're playing? They got two tags. Zero. Zwar ist Liefeld nur am Rande an den Filmen beteiligt, doch er beharrt auf seinem Statement. Er wisse, dass es aktuell keine neuen Entwicklungen um Deadpool gebe. Und auf den ersten Blick erscheint seine These ja nur logisch. 20th Century Fox hat die Deadpool-Filme als blutige Action-Spektakel etabliert. Die abgeschwächte Ab-12-Version Once Upon a Deadpool kam bei den Fans dagegen nicht besonders gut an. Dann wurde Fox von Disney gekauft. Seitdem wisse Marvel einfach nicht, was sie mit Deadpool anfangen sollen. Trotzdem hat der Ex-Disney-Boss Bob Iger bisher in Interviews immer wieder betont, ab 18 Filme werden wir auch weiterhin machen. Sie sind schließlich ziemlich beliebt. Der Comic-Held scheint also zu erfolgreich, um ihn einfach ignorieren zu können. Das Magazin Forbes fasst es so zusammen. Ein für sich stehender Deadpool-Film ist einfach wertvoller als ein möglicher Marvel-Film mit ihm. Ausgerechnet hier schwächelt Fox seit geraumer Zeit. The Kid Who Would Be King, Terminator Dark Fate oder Dark Phoenix, alle sind sie gefloppt. Eine der wenigen Ausnahmen? Deadpool, dessen zwei Teile weltweit insgesamt über 1,5 Milliarden US-Dollar eingespielt haben. Dass das Deadpool-Franchise weitergeführt wird, erscheint bei diesem Erfolg fast schon zwangsläufig. Allerdings genießen solche Filme aktuell keine hohe Priorität für Fox bzw. 20th Century Studios, wie das Unternehmen ja jetzt heißt. Denn R-Rated-Filme wie Bad Times at the El Royale oder The Predator waren eben finanziell wenig erfolgreich. Daraus folgt, solche Filme werden künftig seltener released werden. Trotzdem glauben wir, ein R-Rated Deadpool 3 unter 20th Century Studios wäre kein Problem. Oh, you'll tell me. But first, you might want to look away for this. No, it's good. Yeah. No, it's wrong. We're gonna need to start again, guys. Oh, no. Aber ist sich nicht sogar Ryan Reynolds selbst unsicher, was mit Deadpool unter Marvel passieren wird? Tatsächlich hat der Deadpool-Darsteller in einem Interview mit dem Magazin Total Film verraten, es ist alles noch so neu jetzt, wo wir bei Marvel sind, wir werden sehen. Klingt nicht danach, als ob demnächst mit der Produktion losgelegt würde. Wobei, die Webseite We Got This Covered hat von ganz konkreten Vorstellungen für Deadpool 3 berichtet. Ihren Quellen zufolge soll der Film ein Reboot werden, ohne die meisten der bereits etablierten Figuren. Vanessa, die Freundin von Deadpool, soll etwa nicht im dritten Teil auftauchen. Hinter den Kulissen wird wohl eher um das Wie und nicht um das Ob gestritten. Der wahrscheinlichere Grund, warum Deadpool 3 auf sich warten lässt. Denn die eigentliche Frage ist eher, ob Deadpool 3 Teil des MCU wird. Schließlich müssen davor erstmal die X-Men etabliert werden und die spielen in der angekündigten Phase 4 noch keine Rolle. Okay, they can't just dust off one of the famous X-Men. How about that Potts with the giant pigeon wings? What do those do anyway, huh? Carry him 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? Deswegen glauben wir, Deadpool wird erst nach seinem Reboot im Marvel Cinematic Universe auftauchen. That's just lazy writing. Fazit: Deadpool ist noch lange nicht tot. Einen gegnerzerlegenden und fluchenden Deadpool wird es auch nach der Fox-Übernahme geben. Nur haben R-Rated-Filme eben keine große Priorität für Deadpools neue Eigentümer, deswegen müssen wir uns noch gedulden. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit Deadpool weitergeht. Was meint ihr? Werden sich Marvel und Ryan Reynolds noch einig? Ich freue mich auf eure Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da.
shit. Did I leave the stove on?